Meine lieben bayerischen Landsleute, in der Silvesternacht haben wir das neue Jahr lautstark fröhlich oder leise besinnlich begrüßt, vom alten Jahr Abschied genommen. Es ist schon Vergangenheit geworden, wird bald Geschichte sein. In den Annalen mit manchen Ereignissen verbunden oder mit privaten Erinnerungen verknüpft. Am stärksten hat die Menschen das Genfer Treffen zwischen Reagan und Gorbatschow bewegt. Verlauf und Ergebnisse haben denen Recht gegeben, die sich nicht von der Einschüchterungskampagne in Furcht und Schrecken haben versetzen lassen. Die Jahre der weltpolitischen Labilität scheinen zu Ende zu gehen und könnten durch eine Periode abgelöst werden, die zunehmend mehr von Realismus als von Propaganda geprägt ist. Aber noch lange haben wir keine Welt, die frei ist von blutigen Ereignissen, von Hunger und Not. Der blutige Bürgerkrieg im Libanon, der jetzt hoffentlich abflaut und zu Ende geht. Der verlustreiche Krieg zwischen Iran und Irak, der Völkermord in Afghanistan, die mit Blut geschriebenen Auseinandersetzungen in Mittel- und Südamerika, die Unruhen in Südafrika, das Erdbeben in Mexiko, die große Naturkatastrophe des Vulkanausbruchs in Kolumbien, die großen Flugzeugkatastrophen im Atlantik, in Japan, in Gender, die Hungersnot in weiten Bereichen Afrikas und anderswo, das Schicksal der Bootsflüchtlinge im Meer vor Vietnam, die schrecklichen Vorgänge in Kambodscha, auch die abscheulichen terroristischen Verbrechen, sei ja nur als Beispiel für die Friedlosigkeit in anderen Ländern der Welt genannt. Wir haben im abgelaufenen Jahr in dieser oder jener Form mit dieser oder jener Formulierung der Wertung und Würdigung des Endes gedacht, des Endes des nationalsozialistischen Regimes und des Zweiten Weltkriegs. Die Älteren unter uns haben sich erinnert, wie Not und Tod in vielfältiger Form unser Volk heimgesucht hatten, wie trostlos zu Weihnachten 1945 der Ausblick in die Zukunft erschien, wie arm das tägliche Leben war, in dem es für Millionen nicht genug zu essen, kein warmes Obdach, keine familiäre Geborgenheit gab. An diesem Weihnachten und im Übergang zum neuen Jahr haben wir abermals das Glück des Friedens und seiner Gaben genossen, haben verspürt, welches Glück es ist, in diesem Frieden und seinen Möglichkeiten leben zu dürfen. Auch wenn das Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden nicht mehr so ergreifend ursprünglich empfunden wurde wie vor 40 Jahren. Es ist deshalb mehr als ein peinliches Versprechen, wenn ein großer gesellschaftlicher Verband vom ärmsten Weihnachtsfest seit 1945 spricht. Abgesehen davon, dass an den Weihnachtstagen politische Agitation in der Mottenkiste klassenkämpferischer Polemik bleiben sollte, ist ein solcher Vergleich ein erschreckendes Beispiel für Hemmungslosigkeit, Maßstablosigkeit, Augenmaßlosigkeit. Aber für Europa, für die Bundesrepublik Deutschland und für Bayern ganz besonders war 85 ein gutes Jahr. Mit dem Absinken der Teuerungsrate in der Bundesrepublik Deutschland auf 1,8% erreichten wir praktisch Preisstabilität. Davon wird nicht viel Aufhebens gemacht. Mehr wird Aufhebens gemacht von Demonstrationen, Unruhen, dem Schicksal kleiner Randgruppen. Diese Preisstabilität aber sichert den sozialen Frieden in unserem Lande weit besser als jede Umverteilung durch den Staat. Stabile Preise zeigen auch eindeutig an, dass wir wirtschaftspolitisch auf dem richtigen Wege sind. Von den vier großen Zielen einer Volkswirtschaft sind drei erreicht: angemessenes Wachstum, Preisstabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, das heißt hoher Exportüberschuss, aber noch nicht das vierte Ziel, hoher Beschäftigungsstand. Ich weiß, dass dieses Lob der sozialen Marktwirtschaft den Arbeitslosen nicht überzeugend in den Ohren klingt. Wer politische und wirtschaftliche Verantwortung trägt, muss sich vordringlich um unsere arbeitslosen Mitbürger kümmern. Politiker, Gewerkschaftsführer, Unternehmer sind aufgerufen. Niemand hat bis jetzt ein Patentrezept gefunden, wie die Arbeitslosenzahlen zu senken sind. Schon mehr als einmal wurde versucht, mit dem Strohfeuer eines öffentlichen Beschäftigungsprogramms Arbeit künstlich zu erzeugen. Wenn der Stroh verbrannt war, hatten sich auch die öffentlichen Gelder in Rauch aufgelöst. Und dann gab es wieder mehr erwerbslose Mitbürger als zuvor.
Auf lange Sicht gibt es keinen anderen Weg, die Lage auf dem Arbeitsmarkt wirklich zu entspannen, als das stetige Wachstum unserer Wirtschaft durch Investition und Innovation. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Aussage liefert Bayern. Nur in Baden-Württemberg, in einem Land ohne Grenzen zur DDR und Tschechoslowakei, ist das Risiko, arbeitslos zu werden, geringer als bei uns in Bayern. Im klassischen Industrieland Nordrhein-Westfalen, wo eben der Finanzminister wegen der katastrophalen Finanzlage einen totalen Ausgabenstopp verfügt hat, ist das Risiko, arbeitslos zu werden, am höchsten. Wir werden auf längere Sicht in Bayern mit hoher Wahrscheinlichkeit die sichersten Arbeitsplätze in der Bundesrepublik besitzen, weil nirgendwo so viele junge, zukunftsträchtige Industrien so unwiderstehlich angezogen werden. Mit jedem modernen Betrieb und seinem Ausbau entstehen neue, zukunftssichere Arbeitsplätze. Die bayerische Staatsregierung wird daher wie bisher alles tun, die Anziehungskraft Bayerns auch weiterhin zu verstärken. Viele Jahre haben wir das gefährliche Schlagwort gehört, die soziale Marktwirtschaft funktioniere am besten, je mehr man laufen, ihre Belastungsfähigkeit probe. Damit ist eine kerngesunde Wirtschaft in Schleudern geraten, wie die rasch wachsenden Zahlen der Arbeitslosigkeit und der Konkurse bewiesen haben. Aus diesem Teufelskreis sind wir noch nicht endgültig heraus, weil Steuern und Abgabenlast immer noch zu hoch sind. Dazu kommt eine zweite Lehre. Wirtschaft und Finanzpolitik müssen nach den Regeln der Vernunft und Erfahrung auf lange Sicht und mit langem Atem betrieben werden. Ihre Bedingungen müssen kalkulierbar, verlässlich und konstant sein. Geschäftige Hektik und kurzsichtige Unstetigkeit ist von Übel. Wir haben allen Grund, in das neue Jahr mit Zuversicht zu gehen. Darin wollen wir uns auch nicht von jenen irre machen lassen, die jedes Jahr das Abendland aufs Neue untergehen lassen möchten, mit dem Modesatz, ich habe Angst, in den Massenmedien auf sich aufmerksam machen. Demjenigen, der unablässig vom bedrohten Frieden redet, antworte ich, das Bündnis hält, solange wir bereit sind, Freiheit und Frieden wachsam zu bewahren und zu festigen. Niemals zuvor hat Europa eine so lange Friedensperiode erlebt wie in den letzten 40 Jahren. Es mag sein, dass der Grundsatz der atomaren Abschreckung, der uns bisher Freiheit und Frieden bewahrt hat, nicht für alle Zeiten gültig ist. Deshalb begrüßen meine politischen Freunde und ich die strategische Verteidigungsinitiative des amerikanischen Präsidenten. Es gibt keinen besseren Weg, die Strategie der nuklearen Abschreckung zu überwinden, als durch nicht-atomare Waffen Atomraketen schon im Augenblick des Abschusses zu zerstören. Damit wird die Bedeutung der Kernwaffenarsenale entscheidend verringert. Es ist nicht wahr, dass dieses Projekt Fortschritte bei der Entspannung verhindere. Das Gegenteil ist richtig. Erst diese strategische Verteidigungsinitiative hat Moskau wieder an den Verhandlungstisch zurückgeführt. Das Treffen Regens mit Gorbatschow und seine Nachwirkungen hat doch bewiesen, dass mehr Stabilität in die Weltlage einzuziehen scheint. Außerdem darf sich Europa nicht aus der immer rascher werdenden naturwissenschaftlich-technischen Entwicklung ausklinken, wenn wir weiterhin in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben wollen. Es gibt nicht den geringsten Grund für europäischen Kleinmut oder europäische Minderwertigkeitskomplexe. Wir scheuen auch keinen Wettbewerb. Wir wollen nicht, dass Europa zum wissenschaftlichen und technischen Entwicklungsland absinkt. Mit rasch zunehmender Geschwindigkeit bewegen wir uns auf ein Zeitalter zu, in dem die moderne Naturwissenschaft und die Anwendung der von ihr angebotenen Technik unser Leben bestimmen werden. Wir bekämpfen nicht nur die Arbeitslosigkeit damit nachhaltig, wir schützen auch die Umwelt, wenn wir diesen Weg entschlossen weitergehen. In Bayern, wo sich fast nur noch Fabriken ohne Kamine ansiedeln, hat sich in den letzten Jahren der Schadstoffausstoß so rasch verringert wie kaum in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland. Auch das ist ein begrüßenswertes Ergebnis der vorausschauenden, auf die Zukunft der modernen Technik bauenden Wirtschafts- und Industriepolitik in Bayern. Bayern braucht aber auch seine bodenverbundenen, mit breit gestreutem Grundeigentum ausgestatteten Bauern. Wir werden alles tun, unseren Bauernstand zu erhalten. Es geht nicht an, dass die Bauern die Zeche für die verfehlte Brüsseler Agrarpolitik mit ihren ständigen Anreizen zu mehr Produktion zahlen müssen. Unsere Bauern pflegen, erhalten und gestalten unsere Landschaft. Sie haben deshalb einen Anspruch auf eine angemessene Entlohnung durch den Staat
weil sie eine im besten Sinn des Wortes öffentliche Aufgabe erfüllen. Wir wollen ein technisch hochmodernes Bayern, das auch von bäuerlichen Dörfern, zufriedenen Bauernfamilien und einer wohlgepflegten Landschaft geprägt ist. Unser Programm für Stadtsanierung und Dorferneuerung wird diese Kombination von bayerischer Landschaft, bayerischem Kulturbau, moderner Technik abrunden und ein wesentliches Bauelement für den Ausbau Bayerns zu einem der schönsten Länder der Welt liefern. Die Zukunft ist vor allem die Zukunft unserer Jugend. Ich rufe Sie auf, tatkräftig anzupacken, damit Bayern weiterhin unsere freie, friedliche, liebenswerte Heimat bleibt. Bayern, das Land der Leistung. Bayern, das Land der liebenswerten Umwelt. Bayern, das Land der Zukunft. Am Beginn des Jahres 1986 gilt mein besonderer Gruß jenen Mitbürgern, die arbeitslos sind, die einsam sind, krank sind, ohne Hoffnung sind. Herzlich danke ich allen, die jenen Menschen helfen, die sich selbst nicht helfen können. Ich danke den Erziehern unserer Jugend. Ich danke unserer Polizei, dem Verfassungsschutz, der Bundeswehr, dass sie unsere innere und äußere Sicherheit schützen. Ich danke allen, die in den vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes als Beamte, Angestellte, Arbeiter ihre Pflicht für uns alle erfüllen. Ich danke den Tausenden von selbstlosen Mitarbeitern, die Tag aus, Tag ein ihre stille Pflicht in den Rettungsdiensten tun. Von Herzen wünsche ich Ihnen, meine lieben bayerischen Landsleute, ein gutes, gesegnetes, friedliches Jahr 1986.